Aber ihr könnt euch gerne mit mir unterhalten, so ist es nicht. Während ihr nicht sehen könnt. Das Problem ist halt, ich bräuchte halt vielleicht 3 Webcams oder so, damit ich das hier alles geil machen kann. Aber naja. No money, my friends, and no space, actually. Ein Bild! Oh, Speedy. Du bist ein Pannekopf manchmal. Du bist ein Pannekopf, aber ein sympathischer. Auf eine gewisse Art und Weise. Wobei das häufigste Wort, was du sagst, ist Kappa. Weil irgendwie weiß man dich zu schätzen. Was sie sehen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Doch, grün und Iron Man. Ja, ich muss halt diese Kanten mal eben anpinseln. Tut mir leid. Ich kann natürlich auch die Webcam drehen. Halt, stopp. So. Ganz spannend. Kante drehen. Malen. Was? My German so great. Again. Sag mal, Vincent, wenn du noch da bist, hast du eigentlich die Nachricht auf Facebook bekommen? Weil ab und zu spackt, das habe ich mal gesehen beim Handy. Und der schickt die Nachrichten nicht durch, die ich dir schicken wollte. Deswegen, das wäre ganz cool, das mal einmal zu wissen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Kante machen. Oha. Sehe schon, komm, dass jetzt meine Tastatur wieder anmal. Und mein Headset. Bäh. So, jetzt geht's wieder runter. Okay. Jetzt mache ich nämlich noch hier diese. Wo ist das hier? Die Kante. Und jetzt habe ich voll reingefasst, aber da war eh irgendwas Komisches auf der Leinwand. Naja. Und dann ist das Gröbste schon fertig. Mehr oder minder. Wobei, solange die... Ja, man muss natürlich wissen, wie man mit den Farben ein bisschen arbeiten möchte. Also das ist bei mir immer tatsächlich eine reine Gefühlssache. Zum Beispiel werde ich jetzt noch ein bisschen Weiß hier rein tun, weil die Farbe noch nicht ganz angetrocknet ist. Das heißt, wir holen jetzt noch ein bisschen Weiß dazu. Ich habe was bekommen. Das ist gut. Da beim Sebi hatte ich nämlich letztens nichts... Also ich habe geantwortet, aber die kam gar nicht durch und dann war mir das voll so, oh, ups. So, jetzt ist nämlich so, jetzt muss man ein bisschen leichter. Ja, das ist geil. Weil genau, weil die Leinwand ist gerade so angetrocknet und jetzt bleibt der Pinsel so geil hängen und dadurch kriegt man so einen coolen Effekt an sich. Den man nicht sieht. So einen Blur-Effekt möchte ich einfach irgendwie suggerieren. Dass der Hintergrund eben nicht starr aussieht, sondern wirklich Farbe aufweist quasi. Sollten wir wahrscheinlich in den Vogel auch ein bisschen reingehen. Das ist ja, wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Weil er ja eh nachher Farbe drüber kommt noch. Das muss man zum Beispiel auch wissen. Viel Spaß dabei, haha. Ja, das kann sein, dass es tatsächlich sogar die letzte Nachricht gewesen war. Weiß ich zwar nicht, aber es kann sein. War mir nur nicht so sicher, weil ich mir das dann immer vergesse anzugucken, ob es auch wirklich durchgegangen ist und so ein Scheiß. Vielleicht sehe ich gar nicht so ganz leichtes Braun nicht schlecht aus, wenn das noch mit, dann sieht das wenigstens ein bisschen nach Wald aus.
So ein bisschen. Ich hasse so Hintergründe zeichnen. Das ist richtig. Wo ist mein Kackbraun und wo ist mein Braunbraun? Das ist, liebe Freunde, das ist Kackbraun. Das wirklich aussieht wie Kacke einfach. So, was ich zum Beispiel mache, ich mische die Farben jetzt auf der Leinwand. Und ziehe halt hier ein bisschen so durch, ne? Damit einfach der Hintergrund nicht so grün, also klar suggeriert grün ein bisschen so Wald und sowas, aber es sieht halt so bäh aus. Deswegen kommt da jetzt ein bisschen Braun noch hinzu, damit man eben ein Unruhig. Ich kann es einfach nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich sowas machen soll, weil das Foto hat als Hintergrund, das ist einfach komplett so, also der Vogel war total im Fokus, aber alles dahinter war so verschwommen. Und das sind halt dann nur so grüne Punkte und wahrscheinlich können wir auch ein bisschen dunkelgrün noch mit reinbringen. Ich mache gerade voll die Kunst wahrscheinlich hier raus aus Hintergrund malen. Oder so, ich weiß es nicht. Das ist eine geile Technik. Okay, so machen wir jetzt noch dunkles Grün. Ganz, ganz dunkles Grün rein mit so einer Sprungertechnik. Weil der Pinsel ist richtig angedickt und alles. Guten Tag! Guten Tag! Hey, to Brilliant! How are you doing, my friend? Wie geht es dir? Okay, da ist keine Farbe. Acryl geht nämlich nicht aus der Wäsche wieder raus. Deswegen ist das Acryl echt doof manchmal. I'm doing pretty well, girl. How about you? Well, I'm pretty fine, and no, it's actually no fake. I am his girlfriend, and he's my boyfriend, actually. Was zur Hölle? Ich habe endlich eine Technik rausgefunden, wie ich coole Hintergründe bauen kann. Das ist einfach amazing. Yes, I think it is amazing. Have fun with the little boy. Little. I know he's not that tall actually. He's even smaller than me. Even when we thought I was smaller than him. But? Boy. Little boy. Yes, I bought him. I had enough money to buy Yugachi. Have fun, have fun. I think no moderator is actually in here, so I'm not quite sure.
RIP. Sorry. Das ist irgendwie nervig. Ist das meine Stimme? Ich hab das im Hals. Keine Ahnung, warum du Englisch schreibst. Ich habe mich auch gefragt, weil ich dachte auch immer, Typ Brilliant wäre ein Deutscher, aber gut. Es ist doch schön, wenn wir beide Sprachen sprechen können, nicht? Weil du dumm bist? Hey, hey, hey. Kein Hate in meinem Chat, bitte. Aber so kennen wir Speedy ja nicht anders. Das ist total geil, das ganze Bild nur so. Herzensfreunde. Ja, das ist schön, wenn ihr Herzensfreunde seid. Speedy scheint noch nichts bei. Leute, ich habe wirklich was im Hals. Ich muss mal irgendwas trinken. Speedy scheint anscheinend noch nicht von seinem Glück zu wissen, aber okay. Yeah, 8-2-12, das erste Game mit Zyra. Ich finde, momentan ist Zyra übertrieben stark. Also sie wird auf jeden Fall vermehrt plötzlich wieder gespielt. Das muss ja irgendwas bedeuten. Das muss ja irgendwas bedeuten. Komm, wir machen das jetzt auch mal mit Braun. Oh, boah, Leute. Mit Braun noch ein bisschen zu gestempeln. Die Ecke da unten ist echt gemein zum Pumpen. Richtig interessanter Hintergrund. Richtig interessanter Hintergrund. Haben wir hier noch ein bisschen grün? Nein, scheiße. Verdammt! Higaribot streamt? Ach echt? Sind die irgendwas am Ausprobieren? Ich meine, Justin ist ja momentan bei Fanny. Wahrscheinlich testen die Einstellungen oder so, würde ich behaupten. Aber ich weiß nicht, was sie tun. Vielleicht machen sie auch Liebe. Ich weiß es nicht. Ich stempel jetzt wirklich hier das ganze Bild, weil es irgendwie viel geiler dadurch aussieht. Ach, Justin, sei schon aus Vincent! Oh mein Gott! Du bist Level 11! Congratulations, my friend! I've just ruined your name, actually. Es tut mir leid. Ich bin hier so im Sinti-Acryl-Farm. Da kommt der Alkohol. Nein, Acryl hat keinen Alkohol. Gibt's nicht. Ma, was ist denn hier unten los? Hallo? So. Level
das Gefühl, ich vergewaltige eigentlich die Leinwand zurzeit nur. Aber es sieht geil aus. In gewisser Weise. Ich, du. Nein, dich meinte ich nicht. Vincent! Und nicht du. Geh wieder mit Fanny knutschen. Oh, Yuki ist gelandet. Wenn ich jetzt noch eine Idee hätte, wie man Äste gut zeichnet, wäre die halbe Miete drin. Ja, was ist los, Pete? Möchtest du immer noch da sitzen bleiben? Da oben? Alleine? Speedy, manchmal denke ich mir, was willst du mir mit diesen Smileys sagen? Ich meine, ich bin Künstlerin. Ja, ich kann dadurch viel hineininterpretieren, aber nicht alles eben. Oh, too brilliant ist Level 0. Lächerlich. Oh yeah, ich fühle mich stärker. Nice. Das freut mich doch sehr. Okay. Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem Hintergrund. Soweit. Hier noch ein bisschen. Gib mir mal die Farbe noch ein bisschen. Wahrscheinlich ist der Pinsel jetzt tot so im Nachhinein, aber es macht nichts. Und auch der Pete ist wieder an seinem Platz. Aber jetzt ist es an dem Vogel hier zu grün, glaube ich. So. Okay. Dann machen wir jetzt den Ast, ne? Los, ihr Dicken. So, warte, was? Close, Level, lächerlich. Oh, du bist wirklich kurz vom Level ab. Level ADC Seeker. Blood. Was bedeutet 4646? Ich weiß das nicht. Wisst ihr, was das Eklige bei der hellen Braun ist? Die sieht auch noch aus wie Kacke, weil die irgendwie angetrocknet ist. Gut, 2 Level ab. Okay. Naja. So he would always have a friend. So he would always have a friend. Wo ist dein Joker? Christoph, hi. Vielen Dank für dein Follow. Sehr nett. Auch mit diesem Account. Seht ihr? Sieht aus immer wie kackbraun. Es wird auch immer kackbraun sein. Für mich. Erstmal sitzen. Hallo! Peace! Mach mal den Bob Ross Song an, Iso. Iso? Hast du mich gerade Iso genannt? Aber das Problem ist... Iso. Bin ich jetzt ein Sportgetränk? Vielen Dank. Ich habe aber das Problem, dass ich nicht über meine Tastatur komme.
Und mein einziger Moderator, der permitten könnte gerade, ist, glaube ich, beschäftigt. Sei denn, Justin kann dir ein Permit geben. Oder er trollt dich so, wie du mich getrollt hast. Oder wir kriegen so ein am besten auf DVD brennen. Kriegen einen solchen Song. Vielen Dank. Du bist ein Schatz. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes. If this is your first time with us, let me extend a personal invitation for you to drag out your oil paints and paint along with us each week. Aber ich meine mit Öl. Let's go over to the canvas here and let's get started. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe. It'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe. It'll bring a lot of good thoughts to your heart. Let's build a happy little cloud. Let's build some happy little trees. There are no limits here. So he would always have a friend. Vielen Dank für deinen Follow, Fanny. Vielen Dank. Just practice. There are no limits here. You start out by believing here. This is your world. Ist das die echte Sternmaskerade? Ja, das ist die echte Sternmaskerade. Believe that you can do it. Because you can do it. Give it a little touch. Give it a little push. Nein, das ist fake. Fake. Hallo! Mit Mütze. Tatsächlich, Fanny hat es vor, letzte Woche vor Weihnachten zu zeichnen, aber ich habe 7 Stunden für was anderes gebraucht, malerisch. Und eigentlich wollte ich das auch vor diesem Bild noch fertig machen. Das Problem ist nur, dass das Bild hier ein Geburtstagsgeschenk ist für den ersten und es sollte mal langsam fertig werden. Aber es kommt noch. Have a good time. This is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. So snowy! Baby dick, what the fuck? You can do what you can do, what you can do, what you can do. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe. Wie lange geht eigentlich der Song? Ist das eine 10-Stunden-Version? So. Das ist schon mal fertig. Und Bob Ross' Ende. Chup. Zieh ich die Mütze aus, kommt dabei sowas raus. Hallo Arnold, wie geht es dir? Aber Fanny, du musst dazu sagen, ich habe immerhin schon mal die Vorskizze geleistet, ja? Also, es ist in der Mache. Nur ich habe mega Angst vor diesem Bild, um ehrlich zu sein. Weil ich Menschen mit Acryl echt scheiße mal. Aber... am Ende kriegst du es so oder so, egal wie scheiße es aussieht. RIP 10-Stunden-Version, what the fuck? Wie ich sehe, malst du ein
Rasenkapper. Ja! Nein, eigentlich ist es ein Eisvogel tatsächlich. Und momentan versuche ich einen Ast darzustellen, aber ich hasse diesen Ast. Grundsätzlich. Aber was mir auffällt, ja, das ist eine relativ teure Leinwand. Und die ist. Ich weiß auch warum. Weil man kann auf der echt besser malen als auf den ich sonst immer mal. Die ist nämlich ein bisschen feiner und dann sind die Poren dann kleiner, dann kommen dann die Farben besser da dran. Danke, Mete, geht es gut. Fehlt nur noch der Kaffee. Bist du so müde oder wozu brauchst du den Kaffee? Oder ist es einfach die Kaffeesucht schon? So. Jetzt noch die andere Randkante. Und ich werde gerade so von meiner eigenen Lampe geblendet, ich sehe fast gar nichts. Geil! Roulette. The trigger is pulled and the revolver clicks. You guys have lived to survive the roulette. The trigger is pulled. Oh, Speedy ist gestorben! Oh, und jetzt möchte Mobot nicht mehr. Tadam! Guter Mobot, guter Mobot. So, jetzt haben wir die Grundierung bei dem Ast fertig. Und jetzt müssen natürlich ein paar Details ankommen. Dafür brauche ich jetzt ein paar dünnerere Pinsel. Dünnerere. Wir tun den einfach mal ins Wasser. Ten minutes because death. Ah. Gut, dass wenigstens einer weiß, was abgeht. Was? 49%? Halt, stopp. Darf er das? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich nehme den dünnsten und den kleinsten Pinsel für die Scheiße, ne? Ich lebe es den Malen nicht. Lauf Stuhlgang. Kotelett. What the fuck? Weil Ben, was tut ihr da für eine Scheiße? Ihr habt das irgendwie nicht alle drauf. Aua. Senf. 3. Silio. Eier gelb sind grün. Gefüllt. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Fanny, herzlichen Glückwunsch für diese reife Erkenntnis. Was möchtest du mir damit sagen? Möchtest du mir überhaupt was damit sagen?